Ja, mit einem Blick auf den nahezu vollen Vollmond haben wir die letzte Folge beendet und mit einem Blick auf den nahezu vollen Vollmond begrüße ich euch herzlich zurück zu, in und bei Fallout 4 auf meinem kleinen Kanal. Ja, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz gucken. Das hat sich erledigt, mit dem wollen wir eh nicht reden. Sonstiges. Untersuche das Museum der Hexerei. Hört ihr Martys Holoband an? Das können wir gleich mal eben machen. Trifft die Minutemen nahe der Burg. Okay, puh, wie weit ist denn das? Gut, wir könnten hier von Jamaica Plains aus hochgehen. Aber erstmal müssen wir uns Martys Holoband mal anhören. M wie. Nee, Hilfsmittel ist völlig falsch. So. M wie Marty schlag mich blau. MKLM. Marty Bullfinch Soloband. Hören wir mal direkt rein und schauen mal. Du alter Niedsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Venue Hall? Da war eine Notiz dran. Des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt, aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Der goldene Grashüpfer. Finde den goldenen Grashüpfer. Gut, kann man theoretisch machen, muss man aber nicht. Wir springen jetzt nochmal eben nach Sanctuary, damit wir Curie ein bisschen ausrüsten können. Ich werde währenddessen die Klappe halten, weil den Ladescreen werde ich gegebenenfalls rausschneiden. So, naja, das waren ja nur fast 2 Minuten Ladescreen. Ich hoffe für euch, dass ich nicht vergesse, es rauszuschneiden. Jetzt wollten wir mal eben gucken, was wir für Curie hier haben. Waffen, Kleidung. Kampfrüstung, Harnisch, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Haben wir noch was für auf dem Kopf? Sieht nicht so aus. Gelber Pilotenhelm. Ist jetzt
jetzt nicht so unbedingt prickelnd. Leichte Kleidung, die könnte man drunter tragen vielleicht. Ah, sonst haben wir auch nichts an Helmen, ne? Ja gut, den Powerhelm, aber den wird sie wohl kaum tragen. Ne, ich glaube, da verzichte ich auf den Helm. Dann kriegt sie ein Halstuch. So, sieht doch auch schick aus. Gut Zeug, ich weiß gar nicht, ob die das drunter tragen kann. Oh. Komm her. So, Kleidung. Also, ach, wir haben im Notfall noch den Bergbauhelm. Gurtzeug, Kampfrüstung. Okay. Dann zieht das mal an. Ja. Kann man ja mal mitleben, ne? Ein bisschen Haut zeigen. Das nehmen wir mal hier raus. Und schmeißen das hier rein. Für den Fall, dass wir es irgendwann mal brauchen. Das, das, das. Mein Schrott kann auch weg. Warum schleppen wir so viel mit uns rum? Wo kommt das ganze Gewicht her? Gut, das kann hier noch rein, das auch, das, das, das. Das behalten wir nochmal, das kriegt Curie jetzt gleich. Das hier. So. Na siehst du, Curie sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es ruckelt gerade ein wenig. Muss mal schauen, woran das liegt. Waffen, Kleidung. Tarnmusterhalstuch. Anlegen. Komm, dann kriegst du auch den Bergbauhelm, was soll's. Naja, immerhin ballistischer Schutz, auch wenn sie damit aussieht wie ein Signalmännchen. Lalalala. Boah, jetzt ruckelt das aber derbe hier. Runter auf 12 Frames. Okay. Na gut. Vielleicht ist hier auch einfach ein bisschen zu viel los. Wir werden mal... Ja, jetzt wo es so ruckelt, ist natürlich scheiße, wenn wir dann gerade da zur Polizei gehen, ne? Aber wir haben auch ansonsten nicht mehr viel. Silver Shroud, töte Kendra, stählerne Schatten, Weg zur Freiheit, untersuche das Museum der Hexerei. Na, da bin ich tatsächlich eher bei den Minutemen. Ja, save du mal automatisch hier. Okay. Gut, günstigster Weg ist, glaube ich, tatsächlich von Jamaica Plains nach Norden. Und wir schauen mal, was der Ladescreen bringt. Ich halte mal wieder die Klappe.
Gut, das waren jetzt. Na, irgendwas stimmt nicht. Ich werde die Folge jetzt nochmal hier zu Ende aufnehmen. Weil das waren jetzt wieder irgendwie 2,5 Minuten Ladescreen. Und das scheint mir dann doch nicht so ganz normal. Jetzt müssen wir erstmal durch Jamaica Plains. Ich weiß nicht, ob und wie viele von diesen Ghoulen jetzt hier wieder rumjöckeln. Ja, wir gucken uns jetzt hier nicht großartig um. Ich versuche mal möglichst zügig hier durchzukommen. Ja, dann werde ich jetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten Aufnahme und davon 5 Minuten Ladescreen. Was ist mit dir? Warum schläfst du? Guck mal, hier gibt es noch Klamotten. Warum haben wir die denn nicht eingesammelt? Kronkorken, Kronkorken, Munition. Maulwurfsrattenzähne kann man auch nie genug haben. Das ist echt. Naja. Da lang. Wahrscheinlich laufen wir jetzt gleich in die erstbeste Falle. Mal eben Quicksave für den Fall, dass tatsächlich irgendwas ist. So, Augen und Ohren offen halten. Wir gehen mal straight in die Richtung. Damit wir mal schauen. Wie gesagt, wir werden jetzt die Folge aufnehmen. Wir werden jetzt also, selbst wenn wir da gleich ankommen, nicht direkt ins Gebäude stürmen. Das ist eher Notruffrequenz. Jetzt macht die Lampe an. Hat die eine Klatsche? Verstehe das Notrufsignal überhaupt nicht. Einstellungen. Audio. Radio. Jetzt sind wir eben da ganz oben. In der Hoffnung, dass wir es jetzt verstehen können. Ich verstehe kein Wort, ganz ehrlich. Muss ich mich nochmal darum kümmern, warum ich das Radio nicht höre? Wir nehmen es mal raus. So. Wir bleiben bei unserem bestehenden Plan. Das sieht nicht gut aus. Gucken wir eben hier rein. Hier wohnt doch bestimmt jemand. University Point. Okay, ich habe zumindest nichts auf dem Radar, nichts im WATS. Ein Zündsucher. Okay, jetzt müssen wir den erstmal aufstehen. Versuchen wir. Oh, der sieht auch nicht mehr so ganz fit aus. Irgendwie kommt uns das Koruppel gerade nicht so ganz zugute. Sündrüstung, okay. Die wäre. Ach du Scheiße, jetzt sind da oben auch noch welche. Okay, wir versuchen es mal mit dem Scharfschützengewehr. Oh. Ja. Auch noch ein legendärer. Leck mir doch die Füße. Na gut, wir versuchen es mal. Wir stehen ja hier mehr oder weniger sicher. Okay, jetzt ist er mutiert. Boah, ernsthaft. Jetzt schießt er wohl wie der letzte Anfänger hier. Okay. Das ist, ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Aber den holen wir uns. Aber das mit den Frames regt mich gerade extrem auf. Sorry für das Geruckel, ihr Lieben. Aber den haben wir jetzt gleich dauern. Okay.
Schuss. Ach komm, ernsthaft. Geht doch. Na komm, dann machen wir den jetzt so. Toll, jetzt rennen hier Synths rum. Wenn so eine Synth-Rüstung wäre natürlich schick. Für die... Ja, ist nicht so hygienisch, Tote zu durchsuchen. Sind ja nur Roboter, meine liebe Curie. Alter, ist das ein mieses Geruckel, ehrlich. Ich sehe zumindest auf meinem Radar gerade nichts mehr. Oh, Klinkhorn nehmen wir mal mit. Können wir in einer unserer Städte ja anbauen. Ach, da. Was? Oh. Irgendwas ist da oben gerade explodiert. So, ich würde jetzt aber gerne da oben hin. Och nö, ich muss jetzt hier nicht durchs Gebäude, ne? Leckt mich. Ernsthaft, leckt mich. University Point Sedgwick Hall. Naja, die Hoffnung ist ja vielleicht, dass es im Gebäude ein bisschen ruhiger ist. Wir machen Quick Save und gehen tatsächlich mal rein. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht wieder 2 Minuten laden muss. Er muss ja eigentlich nur dieses Haus laden. University Point, war ich da in meinem anderen Spielstand auch mal? Ich weiß das echt gerade nicht mehr. Aber ich möchte jetzt zumindest gerne wissen, was das Legendäre da war, das wir gerade umgenietet haben, beziehungsweise was der Schönes in der Tasche hatte. Okay, ja, das war ja noch halbwegs human. Gut, Curie, bist du da? Boah, ne, ernsthaft, hey. Setz mal den Helm ab hier. Gib mir den mal, danke. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Okay. Schädel sind immer gut. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ach, du kannst mich doch mal. Hat sich da wenigstens gelohnt? Nix. Gut. Den nehmen wir mal so auseinander. Ach, scheiße. Jo. Wir versuchen es mal mit einer anderen Waffe. Alter Schwede. Wo ist es denn? Nach Curie. Oh. Fuck it. Gut, das müssen wir anders angehen. Ganz dumme Idee. Was machen wir denn gegen Synths? Schrotflinte. Ja, die 10 mm hat es jetzt da auch nicht wirklich gebracht. Wir könnten es mal mit dem Revolver versuchen, aber der ist halt von der Schussanzahl her sehr begrenzt. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier rein. So, wenn das da der Auslöser ist. Wo ist denn dann die Mine? Irgendwas hat doch hier gerade Bum-Bum gemacht. Ist da jemand anwesend? Nein, hier ist niemand. Boah, das mit dem Geruckel tut mir echt leid. Aber ich habe gerade keinen Schimmer, woher das kommt. Überaktive Sensoren, hallo. In your face. Tarnfähigkeit. Faszinierende Sensoranomalie entdeckt. Na komm runter. Also, oh Gott, die macht ja noch weniger Schaden als die 10 mm. Ja.
Boah, leck mich. Scheiß die Wand an, ehrlich. Aber das ist durch das Geruckel natürlich auch nicht gerade. Ja, du mich auch. So, was haben wir denn noch? Waffen. Scharfschützengewehr. Ja, 57, der macht 86. Wir müssen unbedingt mal unsere Waffen auf einen aktuellen Stand bringen. Wir sind möglicherweise nicht allein. Okay, wir gehen jetzt mal einfach hier rein, in der Hoffnung, dass die jetzt hier rumkommen. Na kommt. Hallo. Hallo. Offenbar komm mal runter. Meine Güte. Du, dann ziehen wir uns jetzt mal eben so ein Stimpack. Oh, jetzt holen wir uns den nächsten. Oh. Schön Curie einen verpasst. Na hier. Schmoren in der Hölle. Okay. Ja, das läuft gerade nicht so ganz, wie ich das geplant habe. Hier ist einer verdampft. Die Sündrüstung, ich hoffe, die bringt irgendwie ein bisschen Geld oder Curie kann damit was anfangen oder whatever. Ja, Hauptsache eine Kaffeemaschine, weißt du? Nix heil geblieben hier in dem Puff. Studentenakten. Studentenverzeichnis. Untergraduiertem Stadium im Studium. Ja. Gut, die wollte ich jetzt auch nicht alle durchgehen. Eieieiei. Also mit den Frames ist eher suboptimal. Ich glaube, wir stellen uns mal ganz bequem hier am Eingang hin. Drücken Curie jetzt erstmal das Rüstungsgedöns in der Hand. Du mir ein Geschenk? Ja, genau, ich mache dir voll das Geschenk. Warte mal hier, Rüstung. Was hat denn der Harnisch? 12, 17, 0, 15, 15. Naja, gut. Ach, guck mal, aber den Sündhelm könnte sie tragen. Das ist doch, ne? Gucken wir mal, wie sie dann. Naja. Schön ist auch was anderes. Aber egal. An der Stelle beenden wir die Folge mal ganz kurz. Ich muss erstmal rauskriegen, warum ich hier so Frame-Einbrüche habe. Bis dahin, haltet die Ohren steif.